Okay, Crewmate. Was eine Überraschung. Okay. Na, dann wollen wir mal. Wo? Ach komm, ich war gerade beim fucking Mio verhält sich richtig verdächtig. War er nicht mit also. Uns Admin? Ich weiß nicht, wer noch mit mir Admin war. Ich. Ich war gerade eben noch in Admin kurz gewesen mit der Karte und dann bin ich rausgegangen, wo du reinkamst. Ja, ich war noch bei der Karte, hab die nicht geschafft. Ich war allein in einem Raum, Rio kam erst rein, dann ist noch jemand gekommen, dann ist er weggegangen. Ohne irgendwas zu machen. Das war etwas verdächtig. Nee, also, das, man kann auch einfach nur nachgucken. Die Leiche ist in Storage. Joker und Tori sind es nicht für den Kill. Aber ich habe einen Namen gesehen, aber Chris, wo bist du nach dem Emergency Call hingegangen? Nach welchem meinst du jetzt? Oxygen in Edmonds. Da warst du mit. Da hab ich da ja noch die Karte gemacht bei Edmund an dem Pool und dann bin ich halt runter zur Storage Richtung Electric gegangen. Aber da ist mir auch Rio entgegengekommen. Aber ich habe auch nirgendwo eine Leiche gesehen gehabt. Ich kann es nicht gewesen sein, sonst hätte ich Joker gekillt. Einfach aus Prinzip, ne? Anscheinend. Und, Theo, wo bist du? Ich und Theo sind direkt schon auf dem O2. Wir waren beide in Admin bei O2 und sind dann beide zu Electric. Nee, also ich war Weapons, hab die Asteroiden abgeschossen, da lief der Alarm schon, dann sind alle von O2 gekommen und ich bin mit denen dann zu Admin gerannt. Ja, aber ich kann nur sagen, von Admin aus. Von Admin aus sind ich und Theo danach genau, direkt runter in Storage. Zu Electrical gegangen, oben rein. Und dann, ja genau, Electrical. Weil ich hab da jemanden von Electrical kommen sehen und ich wollte da mal nach dem Rechten schauen. Und dann habe ich da halt gleich noch meine Task mit dem Download fertig gemacht. Wo lag der Körper in Storage? In der Nähe von dem Tank da. In Storage? Dann könnten das wirklich viele gewesen sein. Heißt das dann? Ich glaube, es war wirklich Rio. Sag doch, er verhält sich komisch. Du.
Leiche liegt direkt vor Communication, beziehungsweise eigentlich direkt da drin, am Raum, an der Tür. Also Joker kann es nicht sein, ich habe ihn gesehen, kurz bevor das passiert ist. Welcher Raum war nochmal Communication? Direkt unten. Bei direkt Shields, links von Shields. Also zwischen Ach so. Shields und Storage. Ja. Liegt halt im Raum drin. Ich war immer in der Nähe, aber niemals dort. Same hier. Und ich bin zuletzt oben in Cafeteria gewesen und hab Kabel verbunden. Also ich weiß nur, dass Anirich Ryu gesasst hat, oder? Ich war die ganze Zeit auf der linken Seite der Map. Ich hab Security gekloppt. Ich werfe Ryu und Theo. Pepis ist mir entgegengekommen von Under Engine. Und ich dann aber auf Security gegangen bin. Also ich kann nur Sabrina safen für die Runde, denke ich. Ja, ich dich auch. Also ich und Chris sind uns kurz vor dem Reporten begegnet. Aber und Theo und Ryu verhalten sich eh mega verdächtig. Theo steht die ganze Zeit da und wartet quasi schon auf sein nächstes Opfer. Also schon mal daran gedacht, dass ich auch einfach bloß dastehe und abwarte, nicht dass hier eventuell doch richtig jemand irgendetwas Blödes anstellt. Okay, Moment mal, also ich denke mal, wenn von Sabrina aus Theo ist, sehe ich schon kommen, dass sie nachher tot ist. Aber ich muss dazu sagen, als ich in Security geguckt habe, war Chris auf der ganz rechten Seite. Ich wurde in Security eingeschlossen, das heißt, er hätte gut an der Kamera sehen können, dass da jemand drin ist. Und dann lief er zu mir auf dem Weg nach unten. Auf dem Weg liegt natürlich auch der Raum. Chris könnte den Kälbergang haben. Ich war Navigation, da bin ich oben rum. Über Cafeteria runter zum Admin und dann zu dir. Du bist unten rum. Du bist unten rumgegangen. Nein, bin ich nicht. Das habe ich über Security gesehen. Können wir kurz mal über die erste Runde nochmal reden? Ja, warum? Aber wir sollten auch mal langsam dran denken zu voten bzw. zu skippen. Ich skippe. Ryu war bei Communication in der ersten Dings mit, soweit ich weiß, mit Puddle. Und die sind dann beide in Storage gegangen und da kann die Leiche dann liegen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall Ryu und Theo. Hä? Hä? Ich benutze meinen Button nur kurz, um nachzugucken. Auf einmal, Ryu ist mit uns unterwegs, auf einmal keine Kills mehr die Runde. Warte, ganz kurz. Wer war gerade in den Camps? Das war Chris. Chris, wen hast du aus Admin rauslaufen sehen? Hast du irgendjemand aus Admin rauslaufen sehen oder hast du eher gesagt Sabrina aus Admin rauslaufen sehen? Ich weiß jetzt schon wieder, wo genau. Ich meine aber, Sabrina wäre irgendwo in irgendeinem Raum rausgegangen. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ob es jetzt Admin war. Also, das kann halt auch. Und Joker, ich hatte das Licht gefixt. Ich und Joker waren in Electrical, sind nach rechts gelaufen. Und Sabrina und Ryu sind dabei zu uns gestoßen. Ich habe eigentlich wegen dem Objekt in Storage nicht gesehen, woher. Es kann also gut sein, dass wir von links oder von oben gekommen sind. Das Ding ist, Sabrina war Navigation. Kann man nicht vom Navigation zu Admin wenden? Nein. Ja, kann man. So gut habe ich die Map nicht bekommen. Doch, kann man. Ja, aber bloß von dem Gang, der auch von den Camps überwacht ist. Also wenn da einer wendet, dann sieht man das. True. Ah ja, okay. Muss man auf die Karte schauen, da sind die Kamerazonen eingezeichnet. Ich hab's nicht wenden gesehen, aber ich hab gesehen, wie halt Sabrina. Chris war doch in den Kameras. Also Chris, ich glaube, er hat's nicht gesehen. Du hast Sabrina nicht wenden sehen, ne? Ich hab jetzt nicht wirklich drauf geachtet, ob da irgendwo jemand gewendet ist.
Ah, skip. 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 Keine Information. Ich habe jetzt einen leichten Sass auf Sabrina, also das ist das Sache, ja. So, der Button nur aus dem Grund, ich kann meine letzte Task nicht beenden. Diese ist... Warum nicht? Ich weiß es nicht. Und zwar, die letzte ist in Reactor dieses Ziffernfeld, wo ich von 1 bis 10 ja, drücken muss. Ja, da musst du einfach nur ab und zu mal rein und raus. Das spinnt gerade irgendwie rum. Also wie gesagt, ich hab's jetzt die letzten 2 Runden bestimmt 7 Mal probiert oder so. Hat nicht geklappt. Bei der 7 hat er immer aufgehört. Hast du einen Controller drinne? Nein. Na, dann wundert's mich. Bei mir war es, weil ich einen Controller drin hatte. Ich habe noch einen Task übrig. Wie steht's bei euch? Warte mal, Leute, wir haben jetzt 2 Imposter noch, ne? Das ja, heißt. Moment mal, ist jetzt nicht gerade sogar einer in der Runde gestorben? Ja, Joker. Ja, Joker, warte mal. Moment, was? Ganz simpel. Scheiße! Leute, ganz simpel, die brauchen einen Double Kill und dann gewinnen sie. Theo, wie viele Tasks hast du übrig? Einen, und das ist der, den ich nicht beenden kann. Rio, wie viele Tasks hast du übrig? Ich guck. Und Sabrina, ich kann das diese Runde nicht gewesen sein. Du bist in Reactor reingegangen, als ich rausgekommen bin und zum Button gelaufen, damit ich draufhauen kann. Rio, schätze oder ich worte dich. Leute, Rio ist so ruhig. 3. Okay. Es sind nicht. Es sind ein bisschen viele. Chris, es sind nicht Chris, Sabrina. Chris, die waren bei mir die ganze Runde. Ich bin für Rio. Das war ich jetzt gerade nicht mehr. Ne, ja, ich habe auch Rio gewonnen. Kann sein, dass ich noch ein oder zwei noch machen muss. Ich habe noch einen übrig. Sabrina, wie viele Tasks hast du noch übrig? Wie viele Aufgaben musst du noch machen? Wo sehe ich das? Das siehst du jetzt gerade nicht. Also oben in diesem grünen Feld sehe ich irgendwas. Erledigte Aufgaben insgesamt? Ja, und drunter stehen deine Aufgaben. 7 Stück sind das richtig? Da müsste ich noch eine machen, wenn das 7 Stück sind. Also ich habe 6 grüne Felder ausgefüllt. Alright, Leute, ich wollte nur kurz sagen, Rio ist es, glaube ich. Also ich glaube auch. Weil wir waren, also ich, Chris und Sabrina waren zusammen. Wer hat jetzt nicht gewotet? Ich glaube Peps hat nicht gewotet. Wir müssen aber voten, na verdammt. So, wir müssen warten. Ich weiß nicht, wie ich sassen soll, weil ich war mit wenigen Leuten als Kills passiert sind. Was mich mental auch satt macht. Ja, ich nehme Rio. Ich glaube Rio und Theo. Obwohl, nee. Das kann aber auch sein, dass Sabrina oder Chris in der einen Runde halt kein... Fuck. Ich glaube, ich kann jeder von euch sein. Ich glaube Rio. Wirklich, Rio ist mir ziemlich sicher. Chris, sad. Theo, Sabrina, wollt ihr auch Rio voten? Ja. Ich habe auch gewotet, ja. Dann habe ich keine Wahl, jetzt mitzugehen. Oha! Jemand setzt auf mich. Was soll ich dazu sagen?
Chris und Hori sind, also ich kann nicht bestätigen, dass es Chris ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Chris ist. Weil Sabrina war nach oben gegangen und Theo kann es nicht gewesen sein. Theo hat versucht, seinen Task zu machen. Es kann natürlich sein, dass Sabrina dahin gewendet hat, aber... Nee, ich war gerade in der Klinik, in diesem Raum, dann war die Tür zu. Ich hab kurz gesehen, dass Hori ja zu Cam reingegangen ist, ich hab nochmal kurz geguckt, bin raus, runter zur Engine, Down Engine gegangen und dann Richtung Storage. Und dann kam schon der Report. Für mich ist es jetzt ein Ratespiel, ob es du, Chris, oder ob es Sabrina ist. Also und ich allein, war in dieser allein von der Spielererfahrung glaube ich, dass es für mich sicher ist, dich zu warten. Das tut mir leid. Mich? Nein, Chris. Oh, ich dachte schon. Okay, weil ich war in dieser Klinik, dann ist die Tür zugegangen. Ich wusste erstmal nicht, wie ich rauskomme. Dann bin ich irgendwann rausgekommen und war dann in dieser großen Eingangshalle, in dieser Cafeteria. Also ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Yeah, baby! Yo! Yes! So. Leute, ich starte mal. Alter, hat sich richtig verraten, der Typ war mit meinem Kill. Wollte extra, dass er mich tötet. So, Leute, ich muss mal ganz kurz mein Spiel neu starten. Okay.